Herzlich willkommen zurück zu Hitman. Beim letzten Mal haben wir das Tutorial geschafft. Jetzt spielen wir dieselbe Mission nochmal und haben alle Freiheiten, die uns dieses Level gibt. Und mal schauen, was wir tun werden. Ich sehe ja gerade vor mir, dass wir auf jeden Fall schon mal ein paar Gegenstände legen. Einmal ein Fernzündersprengsatz. Ein Dietrich. Und Münzen. Sie können Münzen werfen. Wenn Personen es bemerken, werden sie der Sache nachgehen. Wenn sie eine Münze sehen, werden sie sie aufheben. Okay, das heißt, man kann man gut... Nein, ich will nicht hochklettern. Ach Mann. man kann gut damit Leute verwirren zum Beispiel und in eine Richtung locken, wo man sie haben möchte. Was ganz cool ist. Soweit. Haben wir unsere Pistole dabei? Natürlich haben wir die Pistole dabei. Die klassische Klavierseite haben wir auch mit dabei. Münzen, Dietrich und Fernzündersprengsatz. Interessant. Interessant. Okay. Münzen packen wir wieder ein. Wir müssen wieder irgendwie auf dieses Schiff kommen. Jetzt ist die Frage, gehen wir vielleicht... Ah, da steht aber auch einer. Hinter den Jungs vorbei, da durch, wobei wir da ja eine Brechstange für gebraucht hätten. Oder gebraucht haben. Oder machen wir dasselbe wie eben, wenn das überhaupt geht. Dass wir uns hier wieder Mitarbeiter, also einen Arbeiteranzug schnappen und dann... Warte, ist der Kollege nicht derjenige, der gleich da oben... doch, oder? Der gleich mit dem Zielperson nach oben geht? Ich glaube schon, dass er das ist. Na ja, wir werden sehen. Gucke ich mir jetzt mal hier um. Wir haben unseren Instinkt. Ja, der Typ steht wieder ganz alleine da. Dann klettern wir doch mal hier durch und starten ihm einen Besuch ab. Um unseren Weg in die Räumlichkeiten zu finden. So, und tschüss. Und dann ziehen wir dich mal wieder hier in die... Ah, da ist die Toilette, die habe ich letztes Mal gar nicht gefunden. Aber gut, so habe ich ihn jetzt richtig verstaut. Das ist auch schon mal gut. Ich wollte mich umziehen, genau. Da ist ja auch Arbeiter, könnt ihr einfach die Sachen nehmen. Und Türe schließen bitte, danke. Guck mich hier kurz noch ein bisschen um, ob ich noch was Interessantes finde. Sieht aber nicht so aus. Na, jetzt heißt es sich umsehen und gucken, was man für Möglichkeiten findet. Da sind wieder die Jungs, wovon einer mich entdecken könnte. Er schaut aber nicht zu mir. Da steht was, ich glaube, das ist Gift. Aber da kann ich jetzt nicht hin. Wenn ich jetzt nicht mal hier reingehe. Wo geht's hier hin? Wow. Lagerräume. Interessant. Hier sieht man die Kulisse des Wassers. Sieht sehr gut aus. Rattengift. Brechmittel. Guck mal. Sie können Essen und Getränke vergiften. Verkleiden Sie sich als Besatzungsmitglied, um nicht erwischt zu werden, wenn Sie Lebensmittel vergiften. Ja, das machen wir auch noch. Aber es ist schon mal gut, dass wir das haben. Genau sowas habe ich gesucht. Deswegen, liebe Kinder, umschauen. So, du bist nicht... Ja, nee, das war kein Gift, das war nur ein Alarm, den man auslösen kann. Sichere Verwahrung. Abgeschlossen. Was heißt denn das? Mal gerade kurz gucken. Erstmal speichere ich. Das ist nämlich eine gute Idee. Speichern zwischendurch ist immer eine gute Idee. Schreiben wir den einfach wieder. So, ich wollte aber eigentlich, was wollte ich denn? Ah, hier kann ich das gucken. Herausforderung. Meisterleistungen. Ah ja. Finden Sie das Rattengift auf Deck 0. Ja, haben wir geschafft. Gut. Ich glaube, damit könnten wir den jetzt auch schon erwischen. Aber man kann auch nochmal weiter gucken, ob wir noch was finden. Oder so. Hallo. Guten Tag, der Herr. Engine Room. Ich bin ja Mechaniker, ne? Nämlich? Nee, check mal nicht. Schau ich mich immer um. Der würde mich checken, aber die zwei Kollegen nicht. Aber hier ist auch nichts.
raus. Storage haben wir doch eben auch schon mal drin im Storage. Sollen wir da mal reinschauen nochmal? Ich schaue da nochmal rein. Da sind wir, glaube ich, eben rausgekommen, ne? Genau, hier war so ein... Haken. So ein Schraubenschlüssel. Den nehmen wir mal an uns. Den kann man gut werfen. Waffenkisten. In einer sollten herumliegende Waffen aufgefunden werden, wird ein Wachmann sie in einer solchen Kiste platzieren. Ah ja, okay. Ganz kurzer Schnitt. So, da bin ich wieder. Entschuldigung. Machen wir direkt weiter. Ich wollte... Hier, da, Waffenkiste. Genau. Sollten Waffen gefunden werden, kommen die hier rein. Ah, das heißt, wenn ich meine Waffe rumliegen lasse, dann werden sie da verstaut. Das ist gut zu wissen. Dann kann ich mir die da wiederholen, wenn ich sie verloren habe. So, hier komme ich raus. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich... Habe ich ja noch einen Auftrag zu erledigen. Was liegt hier noch? Noch eine Brechstange. Nehmen wir die doch auch mit. Brechstangen sind auch mal praktisch. So, was macht der Kollege hier? Steht. Aber hier ist... Was ist das denn hier? Ein Generator. Ein Stromgenerator. Bringt mir das irgendwas? Ich glaube erstmal nicht. Aber im Hinterkopf behalten. Vielleicht bringt es mir ja doch noch irgendwas. So, jetzt kann ich mal nach oben gehen. Würde ich mal behaupten. Ja, ich gehe mal nach oben. Und suche mal meine Zielperson. Ist wahrscheinlich hier irgendwo, ne? Da, noch eine Etage drüber. Genau. Gucken wir uns hier mal um. Hier waren die Toiletten. Da war auch ein Kollege drin, soweit ich mich erinnere. Aber... Da darf ich nicht hoch, ne? Ja, ja, schade. Tut mir leid. Alles gut. Gucken wir mal hier rein. Ist auch noch eine Waffenkiste. Hier liegt aber auch keine Waffe drin. Ist hier was drin? Ich kann den betreten, kann mich verstecken, okay. Aber ich kann... hier ist nichts zu finden auf jeden Fall erstmal. Okay, ich muss also wieder mich verkleiden. Ich weiß, dass der hier war, aber dann mache ich ja wieder denselben Weg. Aber es ist doch so naheliegend, ne? Warum sollte man es nicht tun? Warum sollte man es nicht tun? Das wollte ich nicht. Geht er jetzt weg? Ne, steht noch da. Okay. Verlassen bitte. Alles zu, alles zu. Oh fuck, ich bin erwischt worden, was? Ich bin K.O. gehauen. Genick brechen. Be advised, initiate. ICA clients rely on our discretion and do not expect collateral damage. Ja, das war jetzt ein Notfall. Der hat mich gesehen. Ich musste was tun. Das war jetzt ein Notfall. Ganz eindeutig. So, guck mal, ich kann jetzt hier den Kochtopf vergiften zum Beispiel. Vielleicht bringt das ja sogar was. Soll ich das einfach mal tun? Ich mach den Hammer mit auf jeden Fall. Hammer finde ich super. Ich vergifte mal das Essen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber ich möchte ja was zu essen haben. Essen ist vergiftet. Mal schauen. Bringt jetzt irgendwem ihm vielleicht das Essen und dann gibt er tot um, wer weiß. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gehe ich jetzt mal eine Etage höher. Norfolk. Ich kann den bestimmt auch als ihn verkleiden und dann da hochgehen. Das geht mit Sicherheit auch. Weil er mich bestimmt nicht gesehen hat. Hello! Policeman. Genau, weil er mich bestimmt, weil er diesen Typ bestimmt nicht kennt. Gehst du mal weiter? Mann, danke. Lässt sich das mit Sicherheit eigentlich regeln. Wo ist denn der Kollege? Da. Guten Tag, Officer.
thank you. No. Not before sex. Okay, er sieht mich fast. Weil natürlich er seine eigene Crewmitglieder erkennt. Dann geh ich mal hier hin. Guck mal, was die da tun. Komm ich hier, komm ich wieder runter. Sorry, Sailor. Da gehen die gleich hin. Hier kann man nach oben gehen. Ich geh mal nach oben. Ich weiß nicht, was ich hier oben... Ein Hubschrauber. Der sieht aber sehr, sehr nach Fake aus. Aber es ist ein Hubschrauber. Gibt's denn hier noch Schönes? Ein Feuerlöcher und noch eine Brechstange und... Überhaupt. Fake-Ruder und Fake-Fake. Hallo, Policeman. Jojo. Alles clear. Du bist ja ganz allein hier oben, weißt? Weißt du das eigentlich, dass du ganz alleine bist hier oben? Wollte ich nur mal gesagt haben, ist vielleicht ein bisschen gefährlich. Also, falls jemand vorbeikommen könnte und versuchen würde, dich zu töten, so, da wärst du echt alleine hier oben. Aber ist ja nur eine Idee. Kann ich nicht da hinten? Ah, da hinten, da war doch auch irgendwas mit. Moment. Gerade kurz gucken. Kann ich das hier nicht? Diese rote Fässer? Unfälle, genau. Sie können die Rettungsinsel auf das untergelegene Deck fallen lassen, indem Sie die Brechstange benutzen oder eine Explosion auslösen. Ich benutze, wenn dann die Brechstange. Sind die denn noch unter mir? Nee. Waren sie eben. Ja, jetzt sind sie schon da. Okay. Hab ich verpatzt jetzt die Zeit. Kommen die nochmal wieder? Na du? Alles gut? Stimmt, ne? Kommen die nochmal wieder? Das ist eigentlich die beste Lösung, glaube ich. Ein Unfall. Ich glaube, so ein Unfall ist die beste Lösung. Oder ich schieße ihn jetzt einfach nochmal und dann haben wir die Mission durch, weil so spannend ist es jetzt auch nicht. Dann machen wir das am ehesten. Damn it. Almost. So. Wir sind Versuche, ja, ich sehe es. Ich gehe hier langsam die Treppen runter. Ich habe ein Nicht-Ziel getötet, ist mir aber egal. Ich wollte halt ein bisschen improvisieren, damit ich was anderes gemacht habe. Ich glaube, er wurde gefunden. Naja, ich weiß. Ich gehe jetzt schon. Ich bin ja jetzt schon fast weg. Ich bin doch schon nicht mehr da, eigentlich. Eigentlich bin ich schon gar nicht mehr da. Ich kann einfach hier wieder rausgehen. Die Kollegen sind auch nicht da. Ganz einfach. Na, wie geht's? Alles gut? Yo. Ey, das ist gerade was total Krasses passiert da oben. Das glaubst du nicht. Okay. Folgt er mich? Er folgt mich. Verfolgt. Wieso? Ich bin weg. Schon längst weg. Mission beenden. Schon gar nicht mehr da. Bin schon lange, lange fort. Hab mich gerade gewundert, dass der mich verfolgt hat. Wahrscheinlich der eben, der mich eben hätte auch erkennen können, der kam wahrscheinlich gerade wieder und ich habe das nicht bemerkt. Aber wir haben es geschafft. Eine abgeschlossene Herausforderung. Aber eine Trophäe. Immerhin. Immerhin eine Trophäe. Ja, das Freitag ist so wie. Sind Sie bereit für die Abschlussprüfung? Oh, ich würde schon gerne die Abschlussprüfung machen, jetzt bin ich ja ehrlich, ne? Trainiert haben wir eigentlich genug. Jetzt sind eigentlich schon Profis, haben wir ja gerade gemerkt, wie Profi wir eigentlich sind gerade. I just got word. Romania was a dead end. You're saying that he lied? Place is real enough. Deserted. But we found no trace that your man was ever there. Or anyone else for that matter. Someone erased his steps. We'll keep digging, of course. But frankly, it's as if the Earth just spat him out. Are you still determined? Does it matter? I was told there'd be no second chances. Don't believe everything you hear, Miss Burnwood. My decision stands. Very well. I'll be watching. Okay. Da scheint etwas nicht ganz koscher zu laufen. Aber
Wir dürfen unsere Abschlussprüfung trotzdem absolvieren. The final test is based on an authentic 1979 mission, the high point of Training Director Soda's career as an active agent. The target was Jasper Knight, a famous US chess master exposed as a Soviet spy. Soda's caught up with Knight at a military airfield in Cuba and eliminated him against all odds. This is your objective as well. Okay. Now listen carefully. ICA exams aren't normally this difficult. Not only was the airfield a virtual fortress, he even added additional guards. Soda's wants you to fail. He considers you a threat, okay. And this way, your unfortunate exit from the program will not raise any eyebrows. He did not, however, factor me into the equation. If Soda's can bend the rules, then so can I. Good luck, initiate. Okay, okay. Was haben wir? Wir haben eine Pistole. Das ist gut, schon mal. Ein bisschen Schuss. Okay, das war ja sehr viel Mut, die uns die gute Diana jetzt gerade gemacht hat. Das Ding ist eine Festung und eigentlich sollte es gar nicht schaffen. Aber wir fangen trotzdem mal an. Wir fangen trotzdem einfach mal an. Und schleichen uns hier mal ein bisschen an die Seite. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier lang will eigentlich. Ist auch jemand drin? Gespräche belauschen. Einige Gespräche sind informationsreicher als andere. Hören Sie genau hin. Tun wir das doch. Did you print out the safety protocol for the jet? It's on the clipboard. Look, we really have to do this, all things considered. We're putting a pasty-faced egghead inside a Mach 3 fighter jet. Yeah, I kinda think we do. I get it, I get it. Safety first and all that. I don't care which one of you does it, it's mandatory. Just tick the box and get it done. Okay, möchten Sie die Gelegenheit? Ja, machen wir einfach mal. Fighter jet. Sounds dangerous. Jasper Knight certainly okay. Knows how to make an exit, but first he needs to test the jet's safety equipment, including the ejector seat. Okay. Der Schleudersitzmechanismus drin testen klingt gefährlich. Das tut es auf jeden Fall. Das scheint unser Ziel zu sein. Ein sehr gutes Ziel. Ich mag es sehr gerne. So, die Kollegen gehen gerade mal weg. Das ist für uns eine gute Gelegenheit, ihm hier rüber zu hüpfen. Zack. Und jetzt haben wir alle auf uns. Ah, sind alle. Für uns alle nicht so gut. Ah, wir gehen auch schon weg. Und mit dringende Verkleidung besorgen. Dringendst. Das wird mir auch angezeigt, als ich mir diese Verkleidung besorgen soll. Wie wär's denn mit einer Münze? Say what? Hello? Calling in. Heard something on. Eben schnell. Und Wachmann-Verkleidung. Haben wir das geschafft. Eine Bartolli. Nehmen wir die auch mit. Gelegenheit als erhalten als Leitfaden. Ja, wir lassen die als Leitfaden. Das ist okay. Und wir haben eine Pistole gefunden. Das ist schön. Ich will aber eigentlich meine eigene behalten. Die gefällt mir viel besser, weil sie einen Schalldämpfer hat. So, untersuchen die Sicherheitsprotokoll des Jets. Das machen wir doch jetzt mal. Der Kollege würde uns nicht entdecken, das ist schon mal schön. Das gefällt mir schon mal. Die zwei auf keinen Fall. Bin ich jetzt wie ein Hauptmann oder was? Oder warum entdecken die mich nicht? Obwohl, die haben ja eben gesagt, dass er zusätzliche Wachen eingesetzt hat. Wahrscheinlich kennen die sich untereinander einfach nicht so gut vorstellen. Die werden mich alle nicht erkennen, das ist sehr interessant. Das ist gerade ein bisschen einfach. Schauen wir mal, vielleicht darf ich hier gar nicht rein. Oh, ich denke schon. Oder? Doesn't make sense. Ja. The man is like a sitting duck, staying in Cuba. It's only a matter of time before Langley catches up with him. Rattengift. If I was Knight, I'd be long gone. That was the plan. Then Knight pulls a fast one. Ich weiß nicht, ob die jetzt komisch gucken werden, wenn ich das Rattengift aufnehme.
Deswegen speichere ich lieber nochmal. Okay, das haben wir auch noch schreiben. Zack. Now he wants his girlfriend to go with him across the curtain. Zack, meins. So, dann überprüfen wir doch mal den Jet. Untersuchen. Informationen einsehen. Verkleiden sich als Flugzeugmechaniker. Laut Sicherheitsprotokoll muss Jasper Knight vor dem Abstieg einen Sicherheitscheck absolvieren. Dieser Sicherheitscheck wird von zertifizierten Flugzeugmechanikern ausgeführt und beinhaltet auch einen Schleudersitztest. Das heißt, ich muss jetzt Mechaniker werden. Dann tun wir das doch. Eine Möglichkeit wäre hier anscheinend. Ist da einer? Da ist einer. Okay. Wenn nur er da ist. Ist er tatsächlich. Dann nehmen wir uns ihn doch mal. Bis jetzt noch zu einfach, bin ich ganz ehrlich. Bis jetzt noch zu einfach. Verkleiden. Jetzt bin ich Flugzeugpilot. Keiner sieht den Schleich... Keiner sieht den Schmiermax. Genau. Der Schmiermax. Aktivieren Sie den Schleudersitz. Tun wir das doch mal. Ich müsste hier hochklettern. Nee, muss ich nicht. Ich muss an die andere Seite. Der würde mich entdecken. Okay. Schraubenschlüssel fehlt. Ah, ich brauche einen Schraubenschlüssel. Wo finde ich denn einen Schraubenschlüssel? Da, wo ich gerade hergekommen bin. Vielleicht hat er hier in seinem kleinen Räumchen einen Schraubenschlüssel? Ist das ein Schraubenschlüssel? Ja. Jawohl. Sehr gut. Was ist mit dem Kollegen? Steht er auf? Oh ja, das sind zwei. Okay. Dürfen mich nicht entdecken, die zwei. Müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Er will mich nicht sehen. Während ich mich hier an das Flugzeug mache. Guck genau in die Richtung, der Kollege. Lass mal wieder gehen, das wäre echt nett. Mann, geh doch weg. Jawohl, geh weg. Zack. Die Falle ist gestellt. Holen Sie jetzt Jasper Knight und leiten Sie ihn durch die Prozedur. Die Checkliste befindet sich auf dem Klemmbrett. Well done, Initiate. I dare say this is an accident waiting to happen. Wo muss ich jetzt hin? Sicherheit geht vor, ja. Okay. Muss ich ihn jetzt holen gehen oder wo ist er? Klemmbrett, Klemmbrett, also aus dem Klemmbrett. Ah, da ist er. Guten Tag, da oben. Nun muss ich da hochkommen. Doof ist, wenn die Kollegen da unten... Ich mag das nicht, wenn die da rumstehen. Oh Gott, mal auf Klemmbrett gucken. Können wir nicht, okay. Ich will eigentlich nur Zeit schütten. Jetzt geht die Folge auch schon ziemlich lang. Ah, wir haben die Mission gleich geschafft. Ich mach das jetzt. Ich ziehe das jetzt durch. Ich ziehe das jetzt durch. Wird die Folge halt ein paar Minuten länger. Mr. Mechanic, what's up? Alles gut. Und bei dir? Wie geht's Frauen und Kindern? So. Da hinten ist der Kollege. Kommt er schon zu mir, oder? Er kommt zu mir, tatsächlich. Hallo. Ich muss zu ihm gehen, okay. Guten Tag. Und sprechen. We gotta go over the safety protocol. Follow me, please. Ugh. Must we really? Is it dangerous? Well, it must be, mustn't it? Why else would there be a safety protocol? Natürlich. I'm not crazy about airplanes. Is it going to do that thing where it flips on its head? I don't like that one bit. Not one bit. Don't worry.
You're in good hands. This way, please. Du bist in sehr, sehr guten Händen. Dir wird nichts passieren. Ganz und gar nicht. Ich kann mir gucken, dass die Zahn mich nicht entdecken. Genau, geh mal an die Maschine ran. Gute Idee. So, und wir gehen doch mal auf die andere Seite schnell. Damit mich keiner entdeckt. So. Hier entlang bitte, Mr. Jasper. Jasper. Okay, Mr. Knight. Climb in the cockpit, please. Genau, bitte hochklettern. Alright. Easy. One step at a time. Der hat ein bisschen Angst, glaube ich. Sollte er auch haben. Sicherheitsgurte anlegen. Strap yourself in. Schaffst du das? Okay. Sehr gut. Schleudersitze, Hebel finden. Step 2. Locate the ejector seat handle. Na, wo ist er denn? Yes, found it. Okay, dann bitte ziehen, damit wir das testen. Nur zum Test. Pull the ejector seat handle. Right. Here it goes. Pull. Aua. Ja. Guten Flug. Gelegenheit aktualisiert. that really happened, yeah. Target down. You did it. Now head towards an exit. Dann hätten wir mal towards an exit, ne? Das ging ja doch leichter, als ich dachte. War sehr cool. Sehr, sehr cool. Ciao. Soll ich jetzt da? Ja, komm, ich geh jetzt da lang. Ich geh einfach an dir vorbei. Sollte gehen, oder? Tschüss. Ciao, Frank. Bis morgen. Mission beendet. Congratulations, Agent. You are cleared for field duty. Jawohl. Mission bestanden. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. I hope you know what you just did. The chopper leaves at dawn. Now get out of my sight. Der ist nicht gerade erfreut. So what happens now? You go back into the world, disappear, stay on your own and on the move. When we need you, we will contact you. And so does. He played his hand and he lost. He cannot touch us now. Still, I can't believe we beat him at his own game. If you know your enemy. Quite right. I should tell you, the trail went dead after Romania. Our team found no records of any kind. No name, nothing. I think they called me 47. That's not a name. So make it one. All right. Agent 47. 47. Scheint so ein kleiner Trailer zu sein. Von dem, zu dem, zu was wir fähig sind. Kleiner Intro-Trailer. Wow. You were always the best. Nobody ever came close. You defined the art
and it defines you. Your actions have changed the world. Powerful men have fallen by your hand, but by the same token, others have risen. Do you realize what kind of world you've been shaping? Does the ICA? Does your handler? I live in that world. I have seen the consequences. I have felt the cost. That's what defines me. Wunderbar. Das war der zweite Part. Jetzt haben wir hier einen kleinen Cliffhanger, auf den was kommen wird. Diese Schauplätze werden wir alle bereisen und werden dort Leute töten. Das ist so ein bisschen das Prinzip von diesem Spiel. In kreativen Wegen, wie ich euch vielleicht gerade zeigen konnte mit diesem wunderbaren Jetpack-Flug. Ja, an dieser Stelle sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.